Ein Computer kann eine Waffe sein. Über das Internet werden immer mehr Menschen zu Opfern von Cybercrime. Das war echt der Super-GAU. Und das macht ja mit einem Dinge, die glauben sie gar nicht. Auf der anderen Seite verdient eine neue Generation von Kriminellen über das Internet Geld. Viel Geld. Es hat ja einfach geboomt. Also in einem Monat hat man noch 100 Bestellungen, im nächsten 1000. Längst waren Experten vor einer neuen Dimension von Cybercrime. Vor Hackerangriffen auf Unternehmen, Infrastrukturen, Staaten. Doch welche Bedrohungen kommen durch das Netz wirklich zu uns nach Hause? German infrastructure will be hit. Hackerangriffe werden auch Deutschland treffen. Malicious cyber force. Das ist eben nicht nur Theorie. It's not a theory. Die Angst vor Attacken ist längst ein Milliardengeschäft. Aber was sind das für Unternehmen, die uns allen Computersicherheit verkaufen wollen? Da gibt es alle möglichen Anbieter und Produkte. Und wir kennen bei weitem noch nicht alle. Und welche Rolle spielt Deutschland auf diesem Zukunftsmarkt? Wir arbeiten sehr gerne in Deutschland, und zwar schon seit einigen Jahren. Vor allem aber, wer profitiert wirklich von den Milliardeninvestitionen in Cybersecurity? Entscheidet sich im Cyberspace tatsächlich die Sicherheit von uns allen? Oder befinden wir uns mitten in einem neuen Wettrüsten, mit dem sich einfach eine Menge Geld verdienen lässt? Beinahe jede Kriminalitätsform aus der realen Welt gibt es inzwischen auch in ihrer Online-Variante. Laut Digitalverband Bitkom wurde 2017 sogar jeder zweite Deutsche in den vergangenen 12 Monaten Opfer eines Computerverbrechens. Oft geht es dabei nur um wenige Euro. Doch was Computerkriminelle der Wolfsburgerin Uschi Czorn antun, bringt sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Alles beginnt, als sie sich auf einem Datingportal im Internet registriert. Sofort schicken interessierte Männer ihr Nachrichten. Man freut sich, da schreibt einer. Und irgendwie, das entwickelt sich irgendwie nett. Das ist wie beim Date, wie beim richtigen Date. Man freut sich, man ist euphorisch, man sagt, jetzt schreibt er wieder. Und jetzt irgendwie hat er genau das Gefühl, frag sie einfach mal, wie es ihr geht. Oder wie sie gefrühstückt hat. Das macht hier im wirklichen Leben keiner. Der Kontakt zwischen Uschi Czorn und ihrem Online-Flirt intensiviert sich. Sie erhält Nachrichten und Liebesschwüre von einem Mann, den sie nur über diese Fotos und über Telefonate kennt. Doch plötzlich braucht Fred Gerard Dinnes, laut Profil deutsch-amerikanischer Edelsteinhändler aus Berlin, Geld. Seine Tochter, eine Internatsschülerin in den USA, sei ausgeraubt worden und drohe nun, das gemeinsame Weihnachtsfest in Deutschland zu verpassen. Er selbst könne ihr gerade nicht aushelfen. Ihm fehle das Geld für ein Flugticket. Und deshalb bittet er Uschi Czorn. Und ich bin also in der Hauptphase, bin ich bis zu 21 Stunden mit Telefon bombardiert worden. Dass sie also wirklich fast das Weinen anfangen. Dass es so ans Herz geht. Ich habe ein schlechtes Gewissen gehabt und letztendlich, weil es auf Weihnachten zuging, habe ich mich wirklich weich kochen lassen und habe das Ticket für die Tochter bezahlt. Am Ende steht für Uschi Czorn der Verlust von über 1.000 Euro und eine Anzeige wegen Geldwäsche. Denn ihren charmanten Edelsteinhändler hat es nie gegeben. Uschi Czorn ist auf eine Bande sogenannter Love-Scammer reingefallen. Männer, häufig aus afrikanischen Ländern, die sich online mit gestohlenen Fotos als attraktive Singles aus Europa ausgeben und ihre Opfer dann so lange per Computer und Telefon bearbeiten, bis diese ihnen Geld überweisen. Und damit nicht genug. Die Heiratsschwindler des Internetzeitalters missbrauchen Uschi Czorns Konto sogar noch als Durchgangsstation für das Geld anderer Opfer und bringen sie so beinahe ins Gefängnis und an den Rand eines Selbstmordversuchs. Maria Bader ist Cybercrime-Profilerin. Die Psychologin forscht an der englischen Oxford-Universität zu den Ursachen, warum Menschen auf solch relativ einfache Maschen reinfallen.
Diese Menschen haben endlich jemanden gefunden, mit dem sie sich eine Beziehung vorstellen können. Jemanden, dem sie vertrauen. Und diese Betrüger sind sehr raffiniert. So raffiniert, dass manche Opfer den Betrügern sogar dann noch vertrauen, wenn sie eigentlich bereits merken, dass sie belogen werden. Zum finanziellen Schaden kommt oft noch der emotionale Schmerz. Und es ist leicht, über diejenigen zu lachen, die einem Unbekannten tausende Euro per Western Union transferieren. Nicht ohne Grund hat Love- oder Romance-Scamming auch das Image eines Hausfrauen-Computerverbrechens. Zu Unrecht. Denn auf dieselben Methoden wie Uschi Chorn fallen auch Unternehmen rein. Zum Beispiel der MDAX-Konzern Leoni aus Nürnberg. Die Manager von Europas größtem Kabelhersteller zahlen im Jahr 2016 40 Millionen Euro an eine Verbrecherbande. Die Kriminellen geben sich in E-Mails als Mitglieder der Geschäftsführung aus und veranlassen so dringende Überweisungen auf eigene Konten. Und wie so oft ist auch hier nicht das Firmennetzwerk das Einfallstor zum Geschäftskonto, sondern der Kollege aus der Buchhaltung. Der Mensch ist immer das schwächste Glied. Und Cybercrime wird immer raffinierter und organisierter. Mit Social Engineering-Techniken überreden Kriminelle ihre Opfer, E-Mails zu öffnen und ihnen persönliche Daten mitzuteilen. Die Nutzer vor dem Computer dafür verantwortlich zu machen, wird dieses Problem nicht lösen. Im Fachjargon heißen diese Methoden Social Engineering. Aber was funktioniert daran so häufig so gut? Ein Computer ist immer nur so sicher wie der Mensch, der ihn bedient. Social Engineers nutzen das aus. Sie manipulieren nicht den Computer selbst, sondern den Menschen davor. Etwa durch Anrufe, in denen sich Kriminelle als Support-Mitarbeiter ausgeben und ihre Hilfe bei der Lösung eines Computerproblems anbieten. Wer dann ihrem Rat folgt, installiert sich eine Schadsoftware. Und mit einem Mal haben die Kriminellen die Kontrolle über den Computer ihres Opfers. Eine weitere Methode, sogenannte Phishing-Mails. Der Inhalt beispielsweise, eine Warnung, dass das Online-Banking in Gefahr sei. Man müsse schnell einen Link klicken und sich authentifizieren, sonst werde das Konto gesperrt. In Wahrheit stecken hinter solchen Mails Kriminelle, die so genau diese Zugangsdaten abgreifen. All diese Betrüger versuchen ihren Opfern Angst zu machen, damit sie ohne lange zu überlegen auf Links klicken oder Anhänge öffnen. Und das ist genau der Kern aller Social Engineering Methoden. Gefühle bei den Opfern wecken und diese ausnutzen. Zum Beispiel Neugierde. Manche Social Engineers legen einfach einen USB-Stick mit Schadsoftware auf einen Parkplatz und hoffen, dass ein neugieriger Mitarbeiter diesen an seinen Rechner anschließt. Versuche zeigen, in fast jedem zweiten Fall geht dieser Plan auf. Kein Unternehmen möchte das nächste sein, das als Opfer einer millionenschweren Cyberattacke Schlagzeilen macht. Deshalb ist bei Großunternehmen wie ThyssenKrupp ein neuer Typ Mitarbeiter zunehmend gefragt. Manager, die sich um die interne Cyberabwehr eines Konzerns kümmern. So wie Alpha Barry. Im Frühling 2016 findet er sich mit seinem Team plötzlich in einer Cyberabwehrschlacht wieder. Ihr Gegner? Unbekannt und unsichtbar. Nur eines ist relativ schnell sicher. Der ganze Verlauf des Angriffs deutet darauf hin, dass das kein Einzeltäter gewesen sein dürfte. Wir gehen davon aus, dass es sich eben um eine Organisation mit entsprechend kriminellen Interessen handelt, die in einem, ich sag mal, fast industriellen Modus versuchen, sie zu hacken. Mit professionellen Tools, teilweise selber geschrieben, teilweise auch auf dem entsprechenden Schwarzmarkt für solche Produkte eingekauft. Fast wie ein kleines Unternehmen, nur halt mit einer kriminellen Zielsetzung. Die ThyssenKrupp-Experten sind alarmiert. Denn natürlich haben die Profi-Hacker nicht die Kaffeekasse des Industriekonzerns im Visier, sondern Forschungsergebnisse, Konstruktionspläne und Strategiepapiere. Zum Beispiel, um diese auf dem Schwarzmarkt an Konkurrenzunternehmen oder Staaten weiterzuverkaufen. Eine weitere Möglichkeit, die Hacker könnten auch direkt im Auftrag von Regierungen handeln, die sich so einen strategischen Vorteil in wichtigen oder sensiblen Branchen sichern wollen. Monatelang versucht man im Kommandoraum des CERT, dem Computer Emergency Response Team von ThyssenKrupp, daher mit allen Mitteln der Lage Herr zu werden.
In einer intensiven Abwehrschlacht gelingt es ihnen, gemeinsam mit externen Dienstleistern, die Eindringlinge und ihre Schadsoftware aus den Firmennetzen zu entfernen. Aber identifizieren und verhaften können sie die Angreifer nicht. Solche komplexen und zielgerichteten Attacken, sogenannte Advanced Persistent Threats oder APTs, werden häufiger und raffinierter. Im Prinzip, ist Barry überzeugt, befindet sich jedes deutsche Unternehmen im Fadenkreuz. Was wir im Grundsatz sehen, ist, dass im Moment ein Umbruch stattfindet. Aus unserer Sicht nimmt die Bereitschaft, offen über diese Themen zu diskutieren, zu. Also es gibt bereits heute Austausch zwischen Unternehmen über unterschiedliche Organisationen, wo sich die Fachexperten sehr genau darüber austauschen, welche Arten von Angriffen gibt es, wie kann man sich darüber schützen. Denn das Wissen muss ja aktuell sein, um eben auch aktuelle Angriffsformen wirksam abwehren zu können. Je genauer es Unternehmen gelingt, bereits erfolgte Cyberattacken zu analysieren, umso mehr hilft ihnen das bei der Abwehr von kommenden Gefahren. Denn viele Hacking-Angriffe laufen nach ähnlichen Mustern ab. Bei der sogenannten Brute-Force-Attacke versucht der Angreifer, das Passwort seines Angriffsziels zu knacken. Und nutzt dazu die Rechenkraft seines Computers, der einfach alle Möglichkeiten so lange ausprobiert, bis die richtige Zeichenkombination gefunden ist. Deshalb raten Experten auch, die eigenen Passwörter so komplex wie möglich anzulegen. Eine andere Hacking-Methode basiert darauf, bestehende Sicherheitslücken in Computersystemen auszunutzen. Etwa durch einen Computerwurm, der automatisch alle Computer infizieren kann, die zum Beispiel eine bestimmte veraltete Software benutzen. Eine solche Schadsoftware kann dann befallene Computer verschlüsseln und droht die Daten zu löschen, wenn kein Lösegeld bezahlt wird. In einem solchen Fall spricht man daher auch von Ransomware, also Erpressungssoftware. Um selbst nicht Opfer einer solchen Attacke zu werden, ist es ratsam, die eigene Software immer auf dem neuesten Stand zu halten. Auch sehr beliebt bei Computerkriminellen sind sogenannte DDoS-Attacken. Hierbei geht es darum, die Webserver von Unternehmen oder Organisationen absichtlich lahmzulegen. Und zwar durch eine für die Computer nicht zu bewältigende Anzahl von Seitenaufrufen. Die Angreifer nutzen hierzu meist Computer aus aller Welt, über die sie mittels Schadsoftware die Kontrolle übernommen haben. Im Zeitalter des Internet of Things müssen das nicht unbedingt Computer sein. Auch smarte Kühlschränke, Staubsauger oder Webcams werden inzwischen für solche Angriffe, sogenannte Botnet-Attacken, genutzt. Nicht nur die Methoden sind vielfältig. Auch die Motive, aus denen jemand computerkriminell wird, können vollkommen unterschiedlich gelagert sein, weiß die Cyberprofilerin Maria Bader. Die Motive sind sehr vielfältig. Manche Banden wollen einfach Geld verdienen, andere handeln aus politischen oder religiösen Motiven und wollen dem Staat oder der Regierung schaden. Wieder andere folgen emotionalen oder sexuellen Impulsen. Und dann gibt es noch die Angeber, die einfach ihren Freunden zeigen wollen, was sie drauf haben. Und tatsächlich, als Hacker kann man Verbotenes tun und dadurch sogar berühmt werden. So wie Mustafa Al-Bassam aus London, einer der berühmtesten Computerverbrecher der Welt. Bereits als 15-Jähriger hackt er unter seinem Pseudonym T-Flow Großkonzerne. Doch ihm und seiner Gruppe Lulzsec geht es nicht um Geld, sondern eben um Lulz, also Spaß und Schadenfreude. Spaß daran, Firmen und Behörden zu zeigen, dass er und seine Freunde mehr von Computersicherheit verstehen als deren hochbezahlte Spezialisten. Und sie wollen Transparenz herstellen darüber, was einige Konzerne wirklich treiben. Wir haben uns in E-Mail-Konten und Datenbanken reingehackt, um zu zeigen, was innerhalb der Konzerne vorgeht. Welcher Vergehen sie sich schuldig machen. Ich wollte so die Welt verändern. Wenn du vermutest, dass eine Firma korrupt ist, dann ist es extrem wichtig, die Wahrheit ans Licht zu holen. Denn auf Grundlage solcher Informationen treffen Menschen ihre Entscheidungen. Und oft ist es leider sehr schwer, an diese Wahrheit ranzukommen. In kürzester Zeit hackt die Gruppe 2011 unter anderem die Homepage der CIA, den US-Senat,
Sie erbeuten bis zu 1 Million Userdaten bei Sony Pictures und manipulieren die Website der Londoner Boulevardzeitung Sun und schreiben dort, dass deren Eigentümer Rupert Murdoch gestorben sei. Als Anspielung auf die vielen Falschmeldungen, die Sun immer wieder verbreitet. Zu dieser Zeit hätte jede Firma das nächste Opfer der Spaßhackerbande werden können. Plötzlich haben Weltkonzerne Angst, dass eine Teenagerbande ihre IT knackt und Firmengeheimnisse im Netz verbreitet. Ein Ziel haben Lalzek damit erreicht. Sie haben Cybercrime entmystifiziert. Das häufigste Missverständnis ist, dass die Menschen denken, Cybercrime sei extrem kompliziert. Aber in Wirklichkeit kann jeder hacken. Man kann solche Tools einfach runterladen. Ich glaube, wenn die Leute mehr darüber wüssten, wie Computerangriffe wirklich funktionieren, dann hätten die Menschen auch weniger Angst vor Hackern. Für seine Taten wird Mustafa Albassam verhaftet und angeklagt. Während einige seiner Mitstreiter sogar ins Gefängnis müssen, hat er Glück. Er bekommt eine Bewährungsstrafe, Sozialstunden und 2 Jahre Internetverbot. Heute, mit 23, arbeitet er bereits an seiner zweiten Karriere, als Promotionsstudent in Computersicherheit. Die Bedrohungslage durch Cybercrime ist also unübersichtlich. Aber was bedeutet diese Gemengelage aus in- und ausländischen Computerkriminellen mit den unterschiedlichsten Motiven, Methoden und Erfahrungsstufen für die Ermittlungsbehörden? In einem Bürogebäude in Gießen sind deutsche Beamte damit beschäftigt, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Hier stapelt sich für die Staatsanwälte Julia Busweiler und Kai Rüffer von der Hessischen Zentralstelle für Internetkriminalität die Arbeit. Und zwar Ermittlungsarbeit in Cybercrime-Fällen. Das umfasst sämtliche Gebiete, die es auch im realen Leben gibt, eben nicht nur im virtuellen Leben. Beispielsweise den Waffen- und den Drogenverkauf über das Darknet oder eben auch Kinderpornografie. Also alles Delikte, die man auch im normalen Leben trifft, wo man nicht zwingend einen Computer für benötigen würde, die aber heutzutage vermehrt über das Darknet stattfinden. Einer der ersten deutschen Drogenhändler im Darknet, dem anonymisierten Teil des Internets, ist Sascha Flamm. Unter dem Pseudonym Pfandleier verkauft er Anfang der 10er Jahre vor allem die Partydroge MDMA und Kokain auf dem Marktplatz Silk Road, eine Art Amazon für Illegales. Vor Polizei und Staatsanwaltschaft hat er damals wenig Angst. Es war auf jeden Fall eine Goldgräberstimmung und man hält sich für unantastbar. Und im Nachhinein hat sich auch herausgestellt, dass man noch bei weitem lang nicht auf dem Radar von irgendwelchen Ermittlungsbehörden ist, es sei denn die Amis. Die hatten es wahrscheinlich schon früher auf dem Schirm, aber die Deutschen, die wussten bis Mai 2013 ungefähr nicht, dass es Silk Road oder sowas in der Art gibt. Für kurze Zeit scheint auf der Silk Road alles möglich zu sein. Und so wird aus dem ostbayerischen Kleindealer Sascha Flamm im Nu der Online-MDMA-Großhändler Pfandleier. Mit Kunden aus aller Welt, die seine Zuverlässigkeit und die Qualität seiner Ware schätzen und ihn über ein Bewertungssystem sogar zu einem der beliebtesten Dealer auf der Silk Road küren. Und die ihm dank seines Drogenversandhandels ein Leben mit Luxusautos und Karibikurlauben finanzieren. Ich war jemand, der ziemlich nah an der Quelle war, sei es das Labor oder der Direktimporteur. Hab's dort abgeholt. Und bin quasi der einzige Zwischenhändler dann zwischen Erzeuger und Endverbraucher. Und wir umgehen somit die ganze Kette. Und natürlich sind die Verkäufe im Grammbereich, aber eben 100 am Tag. Ja. Und das war eben das, was das Internet ermöglicht hat. Das gibt's ja sonst nicht. Sonst braucht man eine riesen Vertriebskette, wirklich organisiert, um selber Stoff herzustellen oder zu importieren und es dann aber noch bis zum Endverbraucher zu bringen. Und das ging eben durchs Internet auf einmal. Am Ende landet aber auch Sascha Flamm im Gefängnis mit anschließendem Maßregelvollzug. 7,5 Jahre lautet das Urteil. Überführt aber haben ihn nicht etwa die Ermittlungen von Cyberspezialisten, sondern ein aufgeflogener Geschäftspartner aus Österreich, der ihn persönlich kannte und verpfeift. Staatsanwalt Rüffer ist überzeugt, dass es Kriminelle im Schutze des Darknets heute deutlich schwerer haben als noch vor wenigen Jahren. So konnte seine Einheit ZIT beispielsweise die Kinderporno-Plattform Elysium stilllegen oder den Verkäufer der Waffe beim Amoklauf von München überführen. Aber trotzdem macht sich Rüffer keine Illusionen.
Jeden Computerkriminellen können auch die Spezialisten aus Gießen nicht überführen. An dem verbreiteten Bild, dass wir uns in andere Systeme reinhängen als Ermittler, ist eigentlich kaum was dran. Das muss man ganz deutlich auch sagen. Die technischen Möglichkeiten sind im Bereich der Darknet-Ermittlungen überschaubar. Weder hacken wir uns in irgendwelche Systeme ein, noch sind wir als ständige Spione im Darknet in technischer Hinsicht unterwegs. Der Schwerpunkt unserer Ermittlungen liegt wie im personellen Bereich, das heißt auf verdeckten Ermittlungen, personellen Ermittlungen und auf völlig traditionellen Ermittlungsmethoden. Im Klartext, wer seine Kommunikation verschlüsselt, keine Fingerabdrücke oder DNA-Spuren auf seinen Päckchen hinterlässt und sich vor allem nicht auf persönliche Treffen wie Sascha Flamm einlässt, der macht es auch heute den Ermittlern noch sehr schwer. Aber es gibt Verbrechen, bei denen es sich Ermittler und Polizei nicht leisten können, wenn ihnen einige Täter entwischen. Sabotage und Terrorismus. Im Herbst 2010 entdecken Sicherheitsforscher den Computerwurm Stuxnet. Mehrere hunderttausend Computer in aller Welt befällt der Virus, die meisten davon im Iran. Und hier stört er die Motorsteuerung der Zentrifugen, mit denen Iran in seiner Atomanlage Natanz Uran anreichert. Fast 1000 Zentrifugen werden so zerstört. 15-30% der Urananreicherungskapazität des Landes. Heute geht man von einer gezielten Attacke aus Israel und oder den USA aus. Am 23.12.2015 geht in der Westukraine plötzlich das Licht aus. Der Grund? Ein Stromausfall. An diesem Tag werden hunderttausende Menschen Opfer des ersten erfolgreichen Hackerangriffs auf ein Stromnetz. Über mehrere Monate schleichen sich die Angreifer in die IT der Netzbetreiber ein und sind schließlich kurz vor Weihnachten in der Lage, mehrere Umspannstationen vom Netz zu trennen. Das Ergebnis? Blackout. Mutmaßlicher Drahtzieher hinter dem Hack? Russland. Im Frühling 2017 beschäftigt die Ransomware WannaCry die Welt. Windows-Computer, die über ein bestimmtes Sicherheitsupdate nicht verfügen, lassen sich mit einem Mal nicht mehr bedienen. Computerkriminelle haben sie gesperrt und verlangen Lösegeld, um sie wieder zu entsperren. Besonders betroffen sind Europa und das Vereinigte Königreich. Krankenhäuser und Automobilfabriken stehen still. Bei der Deutschen Bahn fallen Anzeigetafeln und die Leitstelle Hannover aus. Je nach Schätzung hat WannaCry mehrere hundert Millionen Euro bis zu 4 Milliarden Dollar Schaden angerichtet. Die WannaCry-Programmierer, eine bislang unentdeckte Bande Computerkrimineller, sind durch ihre Schadsoftware jedoch nicht reich geworden. Ihre Erpressung bringt ihnen 130.000 Dollar ein. Auch der deutsche Staat wird 2018 zum Ziel eines Hackerangriffs. Eine Nachricht, die einschlägt. Deutsche Ministerien wurden getroffen von einem sehr gezielten Hackerangriff. Seit diese Nachricht gestern Nachmittag ins politische Berlin platzte, herrschen wilde Spekulationen. Wurden Daten geklaut? Die Angreifer sind schnell identifiziert. Laut deutschen Ermittlern handele es sich um die russische Hackergruppe Snake, die sich über Monate unentdeckt im deutschen Verwaltungsnetz herumtreibt. Der Fall zeigt, die Gefahr von Cyberattacken ist real und die Sicherheit von Staaten entscheidet sich deshalb heute auch im Cyberspace. Und das wird nirgendwo so deutlich wie in Israel. Der Mittelmeerstaat sieht sich im Fadenkreuz feindlicher Staaten wie dem Iran, dschihadistischer Vereinigungen in den Palästinensergebieten und der Hisbollah im Libanon. Sie alle bedrohen Israel nicht nur mit ihren Waffenarsenalen, sondern auch mit ihren Computerfähigkeiten. Der Journalist und Buchautor Ronen Bergmann ist überzeugt. Israel hat als erstes Land der Erde erkannt, dass im Zeitalter globaler Vernetzung das Internet nicht nur ein gigantisches Kommunikationsnetz ist, sondern auch eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Die Konsequenz dieser Erkenntnis? Die Errichtung eines riesigen Cybersecurity-Apparats in Militär, Wirtschaft und Forschung. Israel befindet sich gefühlt ständig im Krieg. Es ist eben eine Demokratie im Nahen Osten und wirklich extremen Bedrohungen ausgesetzt. Und Israel ergreift deshalb auch extreme Maßnahmen, um diese abzuwehren.
Für andere Länder ist diese Mentalität nur schwer nachvollziehbar. Aber diese Mentalität ist auch der Grund, warum wir so kreativ und erfindungsreich darin sind, dieser Bedrohung Herr zu werden. Und sie ist die Grundlage für Israels Erfolg im Cyberkrieg. In der Praxis bedeutet das eine ganze Nation im Cyberkrieg. Schon Jugendliche werden in den Schulen auf eine Karriere in der Militäreliteeinheit Unit 8200 vorbereitet. Und der Wehrdienst am Computer ist beliebt. Erspart er einem doch, mit einer Schusswaffe an einem Checkpoint stehen zu müssen. Vor allem aber, nach dem Cyberwehrdienst stehen den Veteranen alle Türen offen. Die 8200. Unit 8200 und die Geheimdienste sind die Mutter und der Vater unseres Erfolgs als Start-up-Nation. Ohne die Geheimdienste gäbe es in Israel nicht diesen fruchtbaren Boden für eine wachsende Anzahl dieser Art von Hightech-Unternehmen. Jeden Durchbruch und technischen Fortschritt verdanken wir dem Militär und Geheimdienst. Israels Startup-Mentalität hat ein Zuhause. Die Stadt Beersheba in der Negev-Wüste. Advanced Technologies Park nennt sich der Neubaucampus am Stadtrand, der 2013 gegründet wurde und seitdem ständig erweitert wird. Schon jetzt findet man hier Computerwissenschaftler der Ben-Gurion-Universität und Tech-Unternehmen aus aller Welt. In naher Zukunft soll Beersheba das Cyberzentrum des Landes sein. Dann nämlich beziehen auch 5000 Soldaten der Unit 8200 hier ihre neue Zentrale. Und mit ihnen noch mehr Computersicherheitsunternehmen und Experten. Die Vision? Ein gigantischer Cyber-Security-Komplex, in dem Israel seine Experten von morgen heranzieht. Ein Gemeinschaftsprojekt von Militär, Wissenschaft und Wirtschaft. Yuval Elovitch ist Leiter des Cyber-Security Research Center an der Ben-Gurion-Universität. Er ist überzeugt, diese einzigartige Bündelung von Kompetenzen ist der Grund, warum Israel gegen Cyberattacken gut gerüstet ist. Wir in Israel sind nicht so naiv, Cyberattacken zu unterschätzen. Denn durch unsere Forschungen wissen wir nur zu gut, wozu wir selbst, aber auch andere Akteure in der Lage sind. Natürlich landen alle diese Fähigkeiten früher oder später bei Computerkriminellen. Wir haben aber als Staat einen Vorteil, denn wir wissen gewissermaßen schon heute, womit uns Cyberkriminelle in 2 Jahren attackieren werden. Solche Forschungsergebnisse sind auch für Unternehmen interessant. Deshalb hat Elovitch die Telekom Innovation Laboratories ins Leben gerufen. Ein Joint Venture der Ben-Gurion-Universität mit der Deutschen Telekom. Denn längst haben europäische Unternehmen festgestellt, dass auch sie vom israelischen Modell profitieren können. Viele Firmen aus Europa kommen nach Israel, um neue Cyber-Security-Lösungen aufzukaufen, hauptsächlich von Start-ups. Auch die Deutsche Telekom hat hier schon technischen Sachverstand von Start-ups aufgekauft. Und mit dem schützen sie nun ihre eigenen Netze oder verkaufen ihn als Dienstleistung weiter an andere Unternehmen in Deutschland und Europa. So finden Innovationen aus dem israelischen cybermilitärischen Komplex ihren Weg auch nach Deutschland. Vergleichbare Kooperationen zwischen Militär, Universitäten und Wirtschaft findet man in Deutschland bislang eher selten. Doch im Bereich Computersicherheit gibt es erste Versuche, diese Sektoren zusammenzuführen. Mit CITES in München hat das Bundesinnenministerium 2017 eine neue zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich geschaffen. Konzeptionell, personell und baulich ist die Behörde noch eine Baustelle. Aber schon bald sollen hier mehrere hundert Mitarbeiter als Dienstleister für BKA, Bundespolizei und Verfassungsschutz neue Methoden und Computertools erforschen und entwickeln. Im Fokus der Arbeit von Behördenchef Wilfried Karl: die Auswertung von Smartphones und Computern Verdächtiger, dazu noch die Möglichkeit, Telekommunikation abzuhören und zu überwachen. Bei CITES kennt man das israelische Modell. Es ist, glaube ich, nicht möglich, da 1:1 dies zu kopieren, wie es hier in Israel der Fall ist oder vielleicht auch in anderen Ländern. Ich glaube aber nicht, dass wir so schlecht dastehen, denn ein Erfolgsschlüssel in diesen Ländern ist ja auch das Clustering der Experten. Das Clustering der Experten
zwischen Industrie und Universitäten, Instituten an einem Ort. Und genau das versuchen wir ja mit CITES hier abzubilden. In München, nicht nur in dem Umfeld der Privatwirtschaft, sondern auch mit der Universität der Bundeswehr, mit dem Forschungsinstitut Cyber Defense. Kritiker der neuen Behörde sehen in CITES einen undurchsichtigen und unkontrollierbaren Apparat. Denn was genau dort später mal erforscht und entwickelt werden soll, darüber besteht Unklarheit. Bei CITES spricht man von technischer Unterstützung zur Kriminalitätsbekämpfung und Gefahrenabwehr. Welche Tools aber tatsächlich beispielsweise einmal zur Terrorabwehr bei CITES entstehen werden, weiß man heute noch nicht. Das wird sich erst zeigen, wenn die Behörde voll besetzt und einsatzfähig ist. Und schon auf dem Weg dorthin zeigen sich viele Probleme. Das Problem, Fachleute aus dem MINT-Bereich, Mathematik, Informatik, Nachrichtentechnik, zu finden, haben nicht nur staatliche Behörden, das hat auch die Industrie. Der Bedarf wächst derzeit viel schneller als die Absolventenzahlen in diesen Fächern. Wir haben bei null angefangen, vor etwas weniger als einem Jahr, und sind heute bei etwas über 30 Mitarbeitern. Und knapp 20 haben die Zusage von uns erhalten. Nicht jeder dieser Mitarbeiter ist Computerexperte. Bei CITES arbeiten auch Juristen und Verwaltungsexperten. Klar ist aber, selbst wenn man bei CITES ähnlich ambitionierte Ziele verfolgen wollte wie in Israel, wenigstens im Moment fehlte dafür schlicht und einfach das nötige Personal. Und so zeigt das Beispiel CITES vor allem eines: wie weit man in Deutschland hinter den wahren Cybersupermächten zurückliegt. Und dass man in Ländern wie Israel, wo Computersicherheitstechnik Teil der Staatsräson ist, vor Cybercrime oder Ransomware-Attacken wie WannaCry nur wenig Angst hat. Cybercrime im klassischen Sinn, also verübt von Privatleuten oder dem organisierten Verbrechen, darum machen sich andere Länder viel mehr Sorgen als wir in Israel. Unsere Infrastruktur ist gut auf sowas vorbereitet. Länder wie Israel profitieren von ihren Investitionen nicht nur durch eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberattacken. Ökonomisch betrachtet liegt hier einer der globalen Wachstumsmärkte unserer Zeit. Und unter den neuen Playern dieser Cybersecurity-Branche sucht man deutsche Unternehmen vergeblich. In London befindet sich eines der Büros von Darktrace, laut Selbstbeschreibung dem Weltmarktführer in Cyber-AI, also dem Einsatz von künstlicher Intelligenz zum Schutz von Computernetzwerken. Emily Orton hat das britisch-US-amerikanische Unternehmen mitgegründet. Auch diese Erfolgsgeschichte mit inzwischen fast 700 Mitarbeitern wäre ohne die Kooperation mit staatlichen Stellen wohl kaum dort, wo sie heute ist. Am Anfang war die Expertise und das Hintergrundwissen von Menschen aus den Geheimdiensten sehr wichtig für uns. Damals arbeiteten die Cybersecurity-Experten eben noch nicht im Privatsektor, sondern das waren Leute, die sich um die Landesverteidigung kümmerten. Und anfangs war es wichtig, mit diesen Menschen gemeinsam unsere Produkte zu entwickeln, so dass diese Tools auch wirklich nützlich für die Sicherheitsindustrie sind. Und so sitzen im Beirat von Darktrace auch heute noch hochrangige ehemalige Geheimdienstbeamte. Sowohl von der amerikanischen CIA als auch vom britischen MI5. Unternehmen wie Darktrace kennen die Bedürfnisse ihrer staatlichen Auftraggeber also sehr genau. Und die Nachfrage von Regierungsseite steigt. Cybersecurity ist definitiv ein Wachstumsmarkt. Überall in der Welt sehen wir, dass mehr in diesem Bereich investiert wird. Vor allem Regierungen nehmen dieses Thema inzwischen sehr ernst. Und wir halten es für positiv, dass immer mehr Länder eigene Cybersecurity-Center einrichten. Auch Privatunternehmen investieren aktiv in die Sicherheit ihrer IT-Infrastruktur. Bei der Suche nach Computersicherheitslösungen werden Firmen aus Deutschland oft nur im Ausland fündig. So auch ThyssenKrupp. Was ich derzeit oft feststelle, ist, dass gerade neue Methoden, neue Ansätze, wie man Cybersecurity darstellen kann, die spannend sind, die für ein Unternehmen wie unseres Sinn machen, eben nicht von deutschen Unternehmen angeboten bekommt, sondern sehr oft eben von Startups aus den USA oder aus Israel. Das ist heute schon so. Deutschland ist also nicht nur spät dran, eine nationale Computersicherheitsstrategie zu entwickeln. Auch der boomende Markt der privatwirtschaftlichen Cybersecurity ist alles andere als made in Germany. Und zu guter Letzt fehlt auch noch Personal.
Denn Experten für Computersicherheit können sich ihre Arbeitgeber aussuchen. Weltweit. Was wir heute beobachten, ist, dass wir schon auch eine geraume Weile brauchen, um Fachpersonal zu rekrutieren, um frei werdende Stellen zu besetzen. Wir stehen da natürlich im Wettbewerb mit vielen anderen und das ist ein knapper Markt. Es gibt in Deutschland heute nicht genügend Experten für Cybersicherheit, um dem Bedarf gerecht zu werden. Aber wie groß ist der Cybersecurity-Markt tatsächlich? Studien zufolge soll sich der globale Schaden durch Cybercrime bis zum Jahr 2021 auf 6 Billionen Dollar jährlich gegenüber dem Jahr 2015 verdoppeln. Und solche Zahlen bedeuten natürlich gute Geschäftsaussichten für die Cybercrime-Branche, die verspricht, genau solche Schäden zu minimieren. 93 Milliarden Dollar sollen deshalb bereits 2018 weltweit für Computersicherheit ausgegeben werden, Tendenz steigend. Doch es gibt große regionale Unterschiede. Laut einer Studie aus Singapur geben Länder wie die USA, Australien oder Israel pro Kopf deutlich mehr Geld für Computersicherheit aus als Deutschland. Immerhin, in deutschen Unternehmen planen 71% ihre Cybersicherheitsmaßnahmen aufzustocken. Doch diese Nachfrage hat Folgen für den Jobmarkt. Der Bedarf an Cybersecurity-Experten soll bis 2019 auf 6 Millionen wachsen. Und 2021 sollen 3,5 Millionen dieser Stellen nicht besetzt sein. Arbeitslosigkeit ist und bleibt für IT-Sicherheitsexperten also ein Fremdwort. Und der Kampf um die besten Talente wird die Branche weiter bestimmen. Claudio Guarnieri ist Cybersecurity-Forscher und hat früher selbst in der Branche gearbeitet. Er kennt die Privilegien, mit denen Berufseinsteiger gelockt werden. Sechsstellige Jahresgehälter, Luxushotels und First-Class-Flüge zu Kongressen in aller Welt gelten als Standard in der Cybersecurity-Welt. Was bei all dem Glamour oft auf der Strecke bleibt, ein kritischer Umgang mit dem eigenen Job. Vor allem mit den ethischen und moralischen Konsequenzen der Tätigkeit. Wir entwickeln Anwendungen, die sich nicht um die Rechte von Einzelpersonen scheren. Was das Beste für uns Menschen ist, das spielt in solchen Überlegungen oft keine Rolle. Es geht vor allem um die Interessen von Großunternehmen und Institutionen. Und das geht zulasten unserer aller Handlungsfreiheit, die wir eigentlich brauchen, um neue Techniken so zu benutzen, dass wir auch alle davon profitieren können. Und das macht mir tatsächlich die meisten Sorgen. Am Ende unterscheidet sich Computersicherheitspolitik kaum von traditioneller Sicherheitspolitik. Hier wie dort muss ständig zwischen den Polen Freiheit und Sicherheit abgewogen werden. Wie dünn diese Linie oftmals ist, zeigt einmal mehr ein Unternehmen aus Israel. Cellebrite ist Partner unterschiedlichster Strafverfolgungsbehörden weltweit. Die Firma arbeitet für Militär- und Nachrichtendienste und knackt in deren Auftrag Digitalgeräte, um so den Ermittlern Zugang zu potenziellen Beweisen zu verschaffen. Digitale Forensik heißt der Fachbegriff. Das Unternehmen wirbt damit, bereits 60.000 Softwarelizenzen in 150 Länder verkauft zu haben und unterhält Büros in allen Teilen der Erde. Ihre Spezialität? Sie können die Verschlüsselung von Handys knacken. Vom 20-Euro-Gerät bis zum neuesten iPhone. Für CEO Yossi Kamil ein gutes Geschäft. Unter anderem, weil es ein heute unverzichtbares Werkzeug für jede Polizei darstellt. Dafür haben wir Cellebrite gegründet, um der Polizei dabei zu helfen, die Bösen zu fangen. So einfach ist das. Um nichts anderes geht es hier. Kindesmissbrauch, Kinderpornos, Mord, Terror, Grenzkontrollen. Für alle diese Dinge braucht man heute Daten, digitale Daten, und zwar smart aufbereitet. Nur so kann sich eine Gesellschaft schützen. Und diejenigen, die das nicht machen, die werden große Probleme deshalb bekommen. Den Ermittlern erleichtert das die Arbeit enorm. Relativ einfach und vor allem schnell liegen ihnen alle Daten, die im Handy gespeichert sind, vor. Also Telefonbuch, getätigte Anrufe, Textnachrichten und Fotos. Auch Geodaten und sogar gelöschte Informationen können analysiert und mit den Aussagen der Verdächtigen und anderen Ermittlungsergebnissen abgeglichen werden. Und es gibt eine Menge Kriminalfälle, in deren Kontext der Name Cellebrite fällt. Unter anderem gilt es als sicher, dass die Digitalforensik aus Israel im Fall der ermordeten Studentin Maria L. aus Freiburg zum Einsatz kam.
Hussein K.s Smartphone, ein iPhone 6S, können die Ermittler damals mit Hilfe von Cellebrite auslesen. Die ihnen so vorliegenden Informationen machen es möglich, Rückschlüsse auf die Wege zu ziehen, die Hussein K. am Abend der Tat zurücklegt. Quer durch die Stadt, die Böschung hinauf und hinab. 90 Minuten wartet er schließlich auf sein Opfer. Es sind Erkenntnisse, die den Schluss nahelegen, dass er seine Tat geplant hat und die letztendlich zur Verurteilung Hussein K.s als Mörder beitragen. 2017 wiederum wird Cellebrite selbst Opfer eines Hackerangriffs. Die dabei entwendeten und veröffentlichten Daten legen nahe, dass die Tools von Cellebrite auch in der Türkei, Russland und Saudi-Arabien Anwendung finden. In Staaten also, deren Sicherheitsapparat nicht immer menschenrechtskonform arbeitet. Zeigt das Geschäft mit der digitalen Forensik also in solchen Staaten ihre Schattenseite, nämlich als Überwachungswerkzeug? Kamil streitet das ab. First of all, we are selling. Wir schauen uns sehr genau an, an wen wir unsere Produkte verkaufen. In manchen Ländern nur an bestimmte Kunden, die wir ganz genau überprüfen. Unsere Tools sind für Strafverfolgungsbehörden und dienen einer sichereren Welt. Da denken viele Leute automatisch an autoritäre Regimes, die unsere Lösungen missbrauchen. Aber genau wie hier gibt es auch in der Türkei und Russland und überall in der Welt Bandenkriminalität, Kindesmissbrauch und Mord. Theoretisch könnte die Sicherheitssoftware aber durchaus zum Beispiel dafür benutzt werden, verhaftete Journalisten in der Türkei auszuspionieren. Die Cellebrite-Technik ist in der Anwendung kaum beschränkt, wie so viele andere Software-Tools, auf die auch deutsche Ermittlungsbehörden angewiesen sind. It will take a lot of time to actually. Es wird noch sehr lange dauern, bis wir alle gemeinsam, also Industrie, Techniker und Sicherheitsexperten, einen Weg finden, dass solche Software-Tools nicht in die falschen Hände geraten können. Und Firmen wie Cellebrite oder auch FinFisher sind ein gutes Beispiel für dieses Problem. Denn wir ahnten zwar schon immer, dass solche Unternehmen Überwachungssoftware herstellen und auch verkaufen. Aber wir wussten bislang nicht, an wen genau und mit wem sie zusammenarbeiten. Es hat wirklich lange gedauert, das herauszufinden und öffentlich zu machen. Und seit das passiert ist, hat sich einiges verändert. Sogar auf politischer Ebene. Der Druck auf Unternehmen wie Cellebrite steigt also. Bislang wissen wir aber immer noch zu wenig darüber, wer mit welcher Sicherheitssoftware wo sein Geld verdient. Denn ethische Fragen sind in einem Milliardenmarkt wie der Cybersecurity dem Geschäft eher hinderlich. Es ist nur schwer möglich, im Bereich Cybercrime und Cybersecurity die Grenze zwischen Gut und Böse zu ziehen. Von der Öffentlichkeit lange unbemerkt hat sich in den letzten Jahren im Internet eine vollkommen neue Kriminalitätswelt gebildet. Die Werkzeuge zu ihrer Bekämpfung bieten neue Möglichkeiten zur Analyse und Aufklärung. Aber auch zu Kontrolle und Überwachung. Die Branche, die sich um diese Tools gebildet hat, wächst täglich und setzt Milliarden um. Ein Potenzial, von dem Deutschland im Vergleich mit anderen Nationen bislang nur wenig profitiert. Und auch die Debatte um Cybercrime und Cybersecurity muss hierzulande dringend intensiver geführt werden.